Das ist hart. Weißt du, wie viel Grad sie hat? 92. Ja. Wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt mal auf ganz spontaner Basis ein Eisbad nehmen. Ah, nein! Ey, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Pufi. Nee, Spaß, Leute. Heute gibt's was richtig Krasses, denn Puki, was machen wir heute? Wir machen heute, wenn ich du wäre, extreme. Wir haben uns richtig krasse Sachen, glaube ich, jeweils überlegt. Also ich zumindest, für dich auf jeden Fall, weil ich habe auf jeden Fall so, ja, das Bedürfnis, dich auch ein bisschen zu quälen. Jetzt nicht auf so einer Ebene. Aber ich habe auf jeden Fall krasse Sachen überlegt und du hast dir auch Sachen überlegt, oder? Ja. Oder ich habe sowas Krasses vorbereitet, ohne Scheiß. Also, du hast ja gerade das Klingeln gehört, ne? Da kam gerade Zimmerservice. Schau noch nicht ins Badezimmer, ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Das Ding ist, wir stellen uns mal abwechselnd Aufgaben. Und der Gast beginnt, oder? Ja, du darfst anfangen. Okay, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt einfach mal dich ganz kurz fesseln lassen. Hände nach hinten. Was hat er dafür? Einmal ein bisschen höher, bitte, so. Ja, okay, und jetzt? Bisschen weiter weg hier, so. Boah, das wird richtig wehtun auch. Okay, ne? Weißt du, wie weh das tut? Ja, ich hab das auch schon ein paar Mal. So. Okay, du bist dran. Bruder, als ob du so einfach da wieder rauskommst. Das war Junge, voll schlau. Weißt du, wie weh das tut? Dann hat sie eine Haare dran. Aber, weißt du was? Ja, jetzt bin ich dran. Ey, eine Regel. Wir dürfen nicht die gleichen Sachen machen. Nein, machen wir nicht. Ich würde mal sagen, wie viele Aufgaben machen wir jeder so, oder so grob chronologischen Aufgaben? Also ich habe mir insgesamt 4 überlegt. Okay, machen wir 4. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal was Chilliges. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit deinem höchsten Border in eine Runde gehen und einfach mal verlieren. Was? Als ob das die Aufgabe wäre. Hast du gedacht, ne? Unlustig, das ist so. Okay. Ja, was ist denn? Wenn ich du wäre, würde ich mal 5 Boxen aus dem Trophäenfahrt abholen. Auf dem Hauptaccount. Okay. Ne, also ist ja auch voll im Verhältnis dafür, dass du gerade kurz Klebeband auf dem Ding, auf deinen Händen hattest. Weißt du, wie weh das tut? Übertreib es mal nicht, so schlimm ist es auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen das mal ganz kurz. Hier, zack, mein Hauptaccount. Ich hoffe, ich bin eingeloggt. 1 ist an. Okay. 2, zack, 3 und 4 und 5. Juckt mich nämlich überhaupt nicht, das ist mir alles total egal. Alles super easy, jetzt bin nämlich ich wieder dran. Okay. Ich würde sagen, wir kommen noch erstmal zu einer harmlosen, oder? Was meinst du, Mo? Du hast ja so eine Lieblingsaktivität, die du mit Wänden so gerne machst, ne? Ja. Zeig das mal. Meinst du das so hinstellen? Ja, aber richtig schön tief im Arsch runter. Mach ich. 3 Minuten 30. Ab jetzt. Hallo, du musst mal stoppen hier. Ey, ich mach das schon die ganze Zeit. Timer, los. Junge, was? Ich mach das schon alles. Ja, geh noch mal weiter runter mit dem Arsch. Ja, okay. Also, das muss ja ein rechter Winkel sein, hab Junge, ich gesagt. Junge, hast du eine Ahnung, wie ihr das tut? Ja, musst du die Beine noch ein bisschen nach hinten tun. Also da brauchen wir schon eine ordentliche Ausführung. Okay. So, die Zeit läuft. 3 Minuten 30. Wie lange läuft die? Also jetzt steht da noch was von 3 Stunden. Da habe ich, glaube ich, verklickt an der Stelle. Ja, dann warten wir einfach mal ab. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich musste das letztens auch mal machen. Wie lange musstest du? 2 Minuten. Genau, und du sagst 3 Minuten 30. Du bist ja auch regelmäßig im Gym. Ja, aber ich bin gar nicht warm, gar nichts. Du kannst du einfach jetzt hier ranstellen wie so ein Opfer. Ja, so ist das jetzt halt. So, die Zeit läuft. Mo. Weißt du was? Gut, dass wir beide bei dir einmal einkaufen waren. Jetzt werdet ihr gleich sehen. Du bist so gefickt. Mo, ich töte dich. Ne? Ich sag mal nur so viel. Mo, gut, dass wir beide auch einkaufen waren. Wir waren auch einkaufen. Du wirst so gefickt. Okay, ich bin gespannt. Mal schauen, wer ich hoffe, wir zerstören dich damit mehr. Mo hat sich was richtig Gutes überlegt. Mo, sag jetzt aber nicht, das ist das Gleiche für uns beide. Nein. Aber du musst mir sagen, was du zuerst willst. Hey, du Arsch, du hast das Gleiche gekauft. Nein. Natürlich. Nein, ich hab mal was gekauft. Ich kann dir doch mal vielleicht noch so ein paar Gewichte geben. Ja, was willst du für Porky? Ja gut, nehmen wir mal noch das Barbershop-Buch hier. Das wiegt ja nichts. Einmal drauf, bitte. Junge, was denn da? Nein, nimm einfach einen Stuhl. Hallo, geht's da, Junge? Das war gar nicht abgemacht. Wir nehmen noch einen Stuhl. Junge, Porky, jetzt ist jemand dein Leben. Hier, warte mal. Den kannst du den unten drunter schieben? Nee. Den machen wir noch so drauf Arsch, einmal. Alter. Zack. Ja, der kommt auch noch drauf. Junge, weißt du, wie schwer das überhaupt ist? Nö, jetzt können wir einfach mal chillen, würde ich sagen. Wir sind gleich durch. Jetzt in, in 40 Sekunden. So, die Zeit läuft, 39, aber stabil, ne? Der zuckt dann nicht, weil das juckt ihn überhaupt nicht. Hä, warum? Ich glaube, der braucht noch ein paar mehr Gewicht. Okay, da hat er Maul. Nehmen wir noch einen Stuhl. Junge, jetzt mal dreimal, ich weiß nicht, wie anstrengend das ist. So, ja, es sind ja nur noch 28 Sekunden. Du musst ihn halt irgendwie halten jetzt, dass der halt nicht runterdroppt. So. Einmal bitte festhalten, genau.
So, und jetzt sind es die letzten 15 Sekunden. Hey, stabil, aber sieht gut aus. Ja. Vielleicht tun wir noch so einen Taser drauf. Zack. Ja, ich glaube, das reicht. Wir haben jetzt noch 5, 4, 3, 2, 1 und. Nein, nimm mich runter. Ja, okay, dann lass das alles fallen. Nimm mal jetzt weg hier. Ja, das war jetzt mega. Oh, ich habe sehr gut geschauspielert. Junge. Ja? Weißt du, wie weh das tut? Welche denn, mein Vertreter? Dann holen wir erstmal das Rote her. Das Rote, alles klar. Digga, was ist denn das jetzt? Dankeschön. Ihr wart bei DM, ne? Ja. Okay, dann kommt's auch. Also, wenn ich. Also, es ist eigentlich nichts Schlimmes. Ja, ja. Also, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt alle 10 Finger lackieren. Plus. Digga, wir gehen doch gleich feiern. Ich verarschen. Erinnerst du dich noch an das Video auf deinem Kanal, wo wir am Abend noch feiern gegangen sind und die Tattoos dran lassen mussten? Das mach ich nicht, Digga. Ja, jetzt, okay, komm mal an hier. Let's go. Jetzt haben wir extra. Guck mal, wir haben extra eine schöne Farbe gekriegt. Digga, das geht nicht. Natürlich, jetzt komm her, wenn du willst, ich mach dir das auch. Bruder, was ist denn das? Up to 10 days! Ja, wir haben nur leider den Nagel. Ich wollte natürlich, ne? Alle 10 Finger lackieren. Super. Perfekt. Aber die Aufgabe ist ausgesprochen. Das wird nichts mehr dran gehen. Und dran lassen. Ja, genau. So. Bam. Bam. Hallo, was? Das ist ja, was ist das denn? Bam. Bam. Das ist doch nicht lackieren. Ja, du hast ja nicht gesagt, vollständig lackieren, ne? Okay, das ist echt nicht dein Ernst. Oh, scheiße, das war viel. Wo geht das gegen die Spielregeln? Nee. Schon. Ja. Nein. Doch. Sieht doch geil aus. Das ist doch nicht lackiert. Digga, wir gehen gleich feiern. Komm, jetzt. Mach ihm das ordentlich mal. Das geht nie wieder runter, Digga. Mo, du weißt jetzt das. Mach mal. Jetzt mach mal richtig, Pugi. Spätestens, wenn du wieder zu Hause bist, habt ihr Nagel. Okay, wir machen das so. Dann bleibe ich heute aber okay, zu Hause. Nee, wir machen das so. Wir lassen das so. Aber dafür habe ich auch einen Joker, wo ich sagen kann, okay, ich mache die Aufgabe nur halb. Ich habe die voll gemacht. Na, das ist nicht geil. Das ist nicht voll. Ich lasse mich auf den Deal ein. Okay. Weil irgendwie habe ich schon Bock zu feiern, aber so kann ich nicht feiern gehen, wenn das hier alles voll ist. Du hast jetzt auch einen Joker, okay. Und um was nur halb zu machen, ja? Ja, okay, mach mal so. Das finde ich auf jeden Fall cool, weil die nächsten zwei Aufgaben kann man, glaube ich, gar nicht halbieren. Ich habe irgendwie Angst, jetzt direkt so ein Brett rauszuhauen, ne? Wir haben ja noch zwei Aufgaben jeder. Ja. Ich habe eine davon eingesteckt. Das ist eine Creme, ne? Ja. Von DM. Wenn ich du wäre, dann würde ich mir jetzt einfach mal Enthaarungscreme auf die Beine ballern. Alle Beinhaare weg. Mindestens ab Knie runter. Da ich ja den Joker ziehen darf, mache ich es einfach nur zur Hälfte. Ja. Ob das besser ist als beide, ist halt die Frage. Soll ich was sagen? Was denn? Ich habe auch einkaufen, ich habe schlimmere gekauft. Und du hast keinen Joker mehr. Nee. Doch, du wirst. Ich schwör's dir. Du wirst sterben. Bruder, ich kann doch. Okay, ich setz mich hin. Bruder, Mo, ich hasse dich, ne? Weißt du, was Mo für ein Zinker ist? Er kommt so, Bruder, guck, ich habe was richtig Cooles für dich gekauft hier. Ich wusste ja nicht mal, dass wir das Video drehen, weißt du? Ich wurde ja nicht mal vorgewarnt oder so. Mo sagt mir, yo, ich habe was richtig Cooles gekauft für das Video, was ihr gleich dreht. Hier, das kannst du nutzen. Du hast für ihn das Gleiche, aber in Stärke gekauft, oder was? Also schon mit der Hand, würde ich sagen. Ja, kannst schon ruhig mehr drauf machen. Das muss ja auch richtig wirken. Ja, die ganzen Haare werden weg sein danach. Junge, der ganze Bein, ich übertreib mal nicht, Alter. Ja, nee, Mo, jetzt chill mal. Das ist ja wohl nur. Bruder, das ist alles. Bruder, ich habe auch schon mal meine Beinhaare verloren. Aber doch nicht das Ganze, aber noch nicht alles. Du hast einmal entlang, hast du gesagt. Nee, ich habe gesagt zwei Beine. Ab Knie runter. Wir lassen uns auf den Deal an. Ist die nächste Aufgabe eine Enthaarungscreme? Das ist ein Wachstreifen. Tamo, du Scheiße. Okay, nee, dann kannst du. Ja, okay, wir können uns ja trotzdem auf den Deal einlassen. Gesichtskalzwachstreifen. Sollen die im Gesicht reinkommen? Ja, ich habe gar nichts. Nee, sag mal. Bevor du jetzt weitermachst, okay, wir machen das so. Wir machen jetzt einen Deal. Ja. Weil du müsstest eigentlich jetzt das ganze Bein machen. Okay. Wie viel müsste ich denn davon machen? Wohin? Wir machen auf Bein genauso viel. Also ich kann mich gut erinnern, vom letzten Mal waren da Kleberrückstände in meinen Beinhaaren. Die waren einen Monat später immer noch drin. Das kriegst du nicht raus. Okay. Das Lustige ist, das hat sich noch gezündet. Stimmt. Bruder, okay, geil. Dann machen wir, wie viel haben wir davon? Dann machen wir einen, okay? Das ist ein Deal. Nee, Mo, du hältst am Maul. Zieh, Digga, ich habe ja überall noch. Okay. Habe ich überhaupt Beinhaare? Guck, hier hat sich das entzündet. Das ist immer noch. Muss ich das jetzt runterwaschen oder was? Ja, nachher dann. Ist das von den Wachstreifen? Ja. Siehst du das? Hier, da war sogar ein Loch im Bein. Kein Scheiß, da war so eine Kruste und ich habe die so weggetan. Da war einfach so ein Loch, das war so einen halben Zentimeter tief. Ach, das sind zwei, wenn man den teilt. Oh mein Gott, die sind ja richtig schmerzhaft. Darf ich mir die selber aber drauf machen? Das müsste aber auch noch richtig drauf sein, ja. Oh mein Gott. Digga. Ey. Ich wollte mich wirklich hops nehmen, aber Marvin, freu dich auf deine letzte Aufgabe. Scheiße. Pass auf, ich mache jetzt 4 der Fairness
halber, ne? Und ich würde sogar sagen, Marvin darf mir die runterreißen. Ey, das ist überhaupt nicht fest, Alter. Das wirkt gar nicht. Guck dir das mal an hier. Das ist ja gar nichts. Warum geht denn das nicht? Du bescheißt mich. Also ich hab das ja so gemacht. Und dann nein! Junge! Ja, Marv. Ey, da ist gar nichts abgegangen. Und den einen müssen wir wieder drauf machen, weil ich hab den Ding gerissen. Junge, das war Mo. Ja, da kann ich doch nichts. Ja, okay, mach ihn gerne drauf. Dann kriegst du bei deiner letzten Aufgabe auch noch ein Ding mehr. Okay, ich lasse es. Spüren wir dran. Okay, ich schneide mir jetzt. Nee, nicht wieder dran. Das geht gar nicht ab, die Haare. Guck das mal an, das ist doch Ich hab zu viele, Bruder, da ist alles am Kleben, ne? Ich hasse euch. Oh mein Gott, das tut jetzt schon weh. Digga. Au! Das war ja gar nicht schlau, ich will den Kleber irgendwie entfernen. Bruder, du bist blass und scheinbar viel. Ja, komm. Bruder, guck dir das doch an. Ja, schau mal dein Bein. Zeig mal das Bein, Digga, da ist gar nichts, Alter. Natürlich, guck's dir an. Bist du jetzt, komm mal, wir machen ein bisschen Creme. Guck mal, Bruder, schau mal meinen an. Jetzt machen wir ein bisschen. Nein. Ja. Und? Bruder, meine Haare gehen einfach weg. LOL! Das funktioniert richtig gut. Gib dir das mal, Junge, die gehen einfach weg. Oh mein Gott. Junge. Digga, das ist ja richtig krankes Zeug. Guck dir das mal an, Junge. Alter, was hast du gemacht, Junge? Schau mal meine Beine an. Junge. Guck dir. Die Haut geht auch so ein bisschen mit. Bruder, schau dir das mal an! Guck, hier, da sieht man's. Hier sind keine Haare mehr. Hier sind keine Haare mehr. Hier sind keine und hier sind keine. Junge, heul nicht rum! Guck dir mal mein Bein an, Digga! Ich sehe aus wie keine Ahnung was, Alter! Und zwar, du siehst ja hier so eine Badewanne, ne? Ja. Wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt mal auf ganz spontaner Basis ein Eisbad nehmen. Für 3 Minuten. Oh mein Gott, Digga. Weißt du, wie kalt das ist, Alter? Ich geh jetzt mit meinem getrockneten Nagellack hier mal ganz kurz rein und guck mal. Boah, Digga, das strahlt schon so eine Kälte aus. Boah. Junge Puki, ne? Das wirst du keine 3 Minuten überstehen. Du denkst nämlich, die letzte Aufgabe ist vielleicht die Sauna, aber es hat eine Ablenkung. Du hast gesagt, ich soll mich reinsetzen. Warte, stopp! Nein, musst du reinsetzen! Ich habe vorhin gesagt, ein Eisbad. Nochmal kurze Rückblende. Ein Eisbad nehmen. Ich will schon, dass du zumindest, pass auf, wir machen es so, zumindest einmal mit dem ganzen Körper bis Schultern und Füße einmal ganz drin und dann darfst du dich auch wieder aufsetzen. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Das soll aber übrigens gesund sein. Also ich wollte es nur anmerken, das ist in keiner Weise lebensgefährlich, solange das, ne, so, solange wir aufpassen. Oh mein Gott, Digga. Solange wir aufpassen und ich passe es nicht auf, bevor der stirbt, hole ich ihn da raus. Nee, so schlimm ist es dann auch wieder nicht, aber 3 Minuten sind schon heavy. Let's go. Und die Zeit läuft ab jetzt. Du bist drin, du musst dich aber auch reinsetzen, weil sonst zähle ich da gleich noch mal ein paar Sekunden drauf. Ich kann mich echt kennen, das ist so kalt. Bruder, das geht echt nicht. Bruder, ich kann das nicht. Das ist doch jetzt mal gar nichts. Nein. Ja, meine Mama. Da bist du weggeweckt. Oh. Ja, hier noch ein paar Eis. Ey! Komm, Bruder, reinsetzen, du kniest da gerade drin. Ja, ich schwör, das ist zu kalt. Hallo? Ich kann das wirklich nicht. Abkommen. Ich mach's auch nicht so, Bruder, ich kann das nicht, das ist Digga, ich schwör's, ich kann das nicht. Als ob das so schwierig ist. Ey, bitte, mach nochmal, okay, komm. Wir machen das so, okay, das ist sowieso eine Putzfolge. Komm, mach das so. Du gehst bei mir da mit rein und ich tue deine Zeit bestrafen. Gleich komme ich wieder was anderes, mach ich mit, okay? Bitte, das ist ultra krass. Bitte, mach mal, das geht nicht, das ist viel schlimmer. Komm, mach mal. Okay, ich geh einmal rein. So, okay, ich würde sagen, ja, es kann ja nicht so viel sein, oder? Was ist das? Oh mein Gott, Digga! Das hält man nicht aus, ne? Digga, das kannst du nicht, das hältst du überhaupt nicht aus. Oh mein Gott! Okay, die Zeit ist vorbei. Das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Komm, dann stellen wir uns wenigstens rein. Oh. Digga, Bruder, ich spüre jetzt schon meine Füße nicht mehr. Das geht nicht. Mo, wenn du mit deinen Füßen da länger als eine Minute drin stehst, kriegst du jetzt 50 Euro von mir. Go. Super. Ah, schwierig. Nee, Digga, das ist gar nicht machbar, dass ihm das super geht. Ja, der wird das gleich noch merken. Jetzt langsam fängt der Schmerz an und nachher wird sein Fuß absterben. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.
sag doch, ihr seid Pussys. Sag ich, wo mein Geld? Oder dein Bein? Jetzt geht's dir gut. Ich habe noch nie so leicht Geld verdient. Ich meine, ich verdiene viel Geld bei Puki. So 5 Euro am Tag ungefähr. Okay, so viel auch nicht. Ja, wir sind bei 3 Euro. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt in einer Minute 50 Euro verdient. Die letzte Aufgabe ist, wenn ich du wäre, würde ich jetzt 3 Minuten in die Sauna gehen. 3 Minuten in die Sauna? Ja, die ist auf volle Pulle gestellt. Digga. Heißer geht's nicht mehr. Ich mache auch 15, wenn du willst. Was ist denn das für eine Aufgabe? Let's go, Sauna Day. Hui. Nee, okay. Echt? 3 Minuten? Ja. Ganz oben setzen. Oh mein Gott. Okay, Bro, das ist hart. Weißt du, wie viel Grad die hat? 100. Sie ist auf 92. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Marvin macht natürlich auch mit, weil ich habe hier auch gerade mitgemacht. Und wir wollen eine Stoppuhr. Yep, ich stopp. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott. Oh! Oha, oha. Bruder, da... Oh mein Gott, Digga. Was sagt ihr, dass 3 Minuten ist nicht heiß? Bruder, ich kann nicht atmen, das ist viel zu heiß. Bruder, ich kann kaum atmen, ne? Das ist krass. Leute, wenn ihr wollt, dass wir so lange in der Sauna bleiben müssen, bis wir Ember ziehen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt unten in die Kommentare, dann machen wir das. Ey, ohne Witz, meine Kette, ne? Richtig heiß. Pass mal an. Ah, oh, da, warte mal, ich muss ja auch mal. Ah, das wird zu weit. Wie lange müssen wir noch? Ich bin ehrlich, vergessen haben wir reingegangen. Oh nein! Ich geh raus, okay? Nee, wir ziehen durch. Gar keinen Wagen. Bruder, die haben schon geschwächelt da hinten. Oh, das ist so heiß, dieses Wasser, was da runter tropft. Bruder, das kocht ja fast. Und jetzt hätte ich die Zeit ist. Das ist ja noch heißer. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Kostenlos Abo, check Puki ab, denkt dran, zieht Puki eingehen. Leute, check Puki seine Folge ab, dort haben wir auch was gedreht. Sieht auch, warum das hier so ist. Ja, ich habe nämlich eine Glatze. Darf ich das sagen? Spaß habe ich nicht. Na, wer weiß, vielleicht habe ich eine Glatze. Leute, ich bin raus.